Ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Ich wollte gerade den Folgentitel aufschreiben. Auf einmal spawnt hinter mir ein Rebellenauto und fährt mich um. What the fuck? Ich wollte euch das nur mal. Ne? Dass die Autos teilweise in deiner Sichtlinie spawnen, finde ich halt ein bisschen. Naja. Ist halt ein bisschen dämlich. Oh. Können wir den vielleicht. Können wir jetzt an unseren Heli überhaupt noch ran? Also ja, schon klar, aber nicht, dass der despawned ist. Das wäre halt meine größte Sorge. Auch kommen wir ja easy hier über diese Treppen, die hier hinten sind. Na, ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Wird er mir auf der Map noch angezeigt? Ja, dann ist er noch da. Okay. Mal, wo sind die Treppen? Bin ich doof? Falsche Richtung. Da. Ich finde es halt interessant, dass die halt. Das finde ich, das ist so ein bisschen ein blödes System. Das wäre bei Far Cry so ähnlich. Dass die Gegner halt genau wissen, wenn du die killst, aus welcher Richtung die du gekillt hast. Ja. Also, aber nicht aus welcher Richtung, sondern genau auch den Standort, wo du hergeschossen hast. Das ist halt. Weiß ich nicht, das finde ich irgendwie blöd. Weil normalerweise brauchst du da halt Ich genaue. weiß nicht, ob sie die Typen vom Widerstand drauf haben. Ja. Bleib cool. Wie oft haben wir schon mit Einheimischen gearbeitet? Auf die kann man zählen. Kann sein. Aber die meisten von denen sind nur Coca-Bauern und Ex-Dealer. Ja. Die haben noch nie richtig gekämpft. Aber sie kennen den Krieg. Außerdem kennen sie Terrain und Feind. Sie schaffen das. Wir müssen ihnen nur die nötige Deckung geben. Hoffentlich. Sonst stehen 4 gegen 4000. Ach, könnte schlimmer sein. Wie das? Könnte 4 gegen 4001 sein. Stimmt. Ernsthaft. Wow. Das war lame. Da ist ein Helikopter. Ne, Flugzeug. Was sind eben noch ein Heli? What the fuck? Hat sich gerade spontan umentschieden. Er ist, glaube ich, gar nicht mehr in diesem Gebiet, ne? Also egal, komm, wir jagen den. Jetzt, wo wir die Chance haben. Tiefflug. Das wäre ein lauschiges Örtchen hier. Die Stadt Buena Vida. Ah, die Engine, die ist echt der Witz. Guck doch mal an, der lädt halt übelst langsam. Oh Gott! Was? Da war ein Schild. Tut mir leid. Eskorte zerstört. Boah, die haben wir erwischt. Begleitfahrzeug zerstört. Ja. Alle bereit? Greife Tangos an. Verstanden.
er ist tot. Ja, hab ich vernommen. Ziel gesichert. Verschwinden wir. Die Rebellen können sich jetzt ihre Funkausrüstung holen. Wunderbar. Und wir sind Stufe 10. Ich fliege. Wir qualmen zwar ein bisschen, aber das muss so sein. Das ist... Wo sind wir denn? Ah, okay. Ist das ein Unidad Heli? Ein Unidad-Hauptmann namens Fuentes hat mit Judy und Polito gearbeitet. Verhören Sie Fuentes. Mal sehen, was er uns sagen kann. Vielleicht, wo man noch einen Heli herkommt. Da unten steht der eine. Das ist der, den wir vorhin hier geklaut haben. Wer ist? Wir hätten da so einen Leuchtschuss abgeschossen. Ein Unidad-Hauptmann, sagst du? Okay. Das ist aber... Kann ich markieren? Ich sehe einen Generator. Den habe ich auch gesehen. Das ist das einer. Schütze im Turm. Ja, das ist auch einer, den kann ich aber nicht markieren irgendwie. What the fuck? Achso. Eine Militärzone. Da ist ein Tor. Da ist ein Schnitzer. Ja. Auf dem Turm. Scharfschütze im Turm. Drohne fliegt. Da ist Safecore in diesem Häuschen einer. Na bitte. Okay, sehe den Unidad-Hauptmann. Ist natürlich dunkel geworden. Okay. Roger, Ziel markiert. Ich hab das Ziel. Er steht gerade da, ne? Hab ihn, er ist tot. Boah, ja. Vielleicht schaffen wir es diesmal auch leise. Wo ich in der Beta hier war, da... Hab einen Unidad-Soldaten. Wo hast du sie? Da drüben im Bunker. Wunderbar. Das ging in der Beta auch nicht. Da hat er das immer angesagt, aber der hat sie nie markiert bekommen. Das war halt ein bisschen... Weiß nicht. Kann ich eigentlich das machen? Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Judy und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Ja, eigentlich alle. Wir brauchen ja alle leben. Da ist einer im Haus. Oder? Ich, ne, warte mal. Der ist da in dem Bunker. Hier ist auch einer drin. Stimmt. Nicht da durchfliegen? Jo, sehe einen Soldaten. Im Innern des Bunkers. Ja.
Da sind übrigens viele in diesen Baracken. Na, ist ja dunkel, ne? Roger, Ziel erfasst. Okay. Ziel markiert. Feind am Boden. Hier war eigentlich noch einer mal in dem Häuschen. Das ist irgendwie nicht mehr so. Ich finde ja mal so ein Kaiju-Game geil, wo du jetzt auch so Open World hast und ab und zu mal so ein Kaiju wirklich kommt. Und du dann halt wirklich so machtlos bist. Das wäre geil. So, diesmal befreie ich aber diese behinderten Gefangenen hier nicht. Aus dem Grund, weil die dann halt wieder die Waffen nehmen und angreifen und halt hingerichtet werden und alles in Alarm ist und ja. Nee, 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 Amigo, nichts hier. Ja, ja, Garbage, ja. Nix hier, Amigo. Hey, ein Unidad-Soldat im Bunker. Mhm. Was wird das, mein Freund? Natürlich haben wir sie aufgeschreckt. Wir haben das Licht ausgemacht. Es wäre merkwürdig, wenn die jetzt nicht hierher kämen, um zu dem Generator zu kommen. Ja, tu so. Noch einen. Macht fünf. Oh shit, die kommen wirklich hier. Was? Aber wenn sie mich sehen, was ist das vorbei? Tango ist bestätigt. Ich reite zum Angriff. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Kann loslegen. Feuer frei. Feuer frei. Und jetzt den Strom wieder annehmen. Ne, das ist aus. Die haben den nicht wieder angemacht, vor allem. Die gehen hierher gucken, aber machen nicht wieder den Strom an. Okay. Die anderen, die dahin sind, würde ich sagen, dass die pennen. Ehrlich gesagt. Ne, die reden. Dann pennen sie wahrscheinlich nicht. Ist das Tor da hinten offen? So, Freunde, habt ihr noch Ziele zu zählen? Ne? Da ist Safco in den Zelten da. Da liegt einer, den habe ich schon gesehen. Und da ist auch bestimmt einer. Ja. Noch ein dritter. Da ist noch einer. Ja. Okay, Ziel markiert. Okay. Mein Ziel ist weg. Hab dein Ziel. Ziel verloren. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Alter, du musst doch nur hier hingehen. Wir stehen Safco gleich auf, wenn's hell wird. Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Ich sehe das Ziel. Ne, den sich auch. Wo ihr rumlauft, ist ja gewundert. Okay, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Boah, ich mach's gleich selber, ohne Witz.
Roger, hab Ziel erfasst. Mein Ziel ist weg. Okay, Ziel markiert. Kein Ziel mehr. Wir müssen weiter, die Zeit läuft uns davon. Was für Zeit? Ziel erfasst. Wir werden den scheiß Sender zerstören. Was für ein Sender? Ziel nicht mehr sehen. Roger, Ziel markiert. Ich hab das Ziel. Ich lege an. Gegner getroffen. Die werden den Sender zerstören. Was für ein Sender? Ich verstehe sogar irgendwie, was der sagt. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist halt eine Militärzone und so, ne? Und unbefugtes Eindringen wird mit Strafe geahndet, bla. Ja, die Seite. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Hier gibt's zwar eine Waffenkiste. Seht mal da, Waffenkiste. Und ein XCOM. Gibt's die Super Shorty. Matt, das Schrotgewehr könnte nützlich werden. Könnte. Lass mich ganz kurz gucken. Können wir die eigentlich anpassen? Okay. Die Super Shorty. Die kann jetzt nicht wirklich viel, ne? Gute MP5, die kann halt was. Mega laggy, what the fuck? So, jetzt wollen wir den Lieutenant noch schnell hier uns krallen, bevor es ganz hell wird. Achtung, Feindpräsenz. Ja gut, der eine Dude hier. Das ist ja den, den wir eh haben wollen. Von daher. Er darf uns nicht sehen. Hören Sie den Unidad-Hauptmann. Ja. Schön klar, Dude.
Silenzio, Marce. Soldas. Wie läuft's so, Drecksack? Pendejo. Mierda. Ihr könnt mich auch gleich umbringen, ich rede nicht, Carajo. Ganz wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Giorgio und Polito hängst du vielleicht als Nächster von der Decke. Man kann ihnen nicht trauen. Wäre besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte, aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua. Sag, du hättest ein Paket. Oye, Polito. Ich habe hier ein Lamm für dich. Un borrego, vale? Jawohl. Nomad, wir wissen endlich, wo Giorgio und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen durch. Schicken Sie die Daten. Wir kümmern uns drum. Bringen ja. Sie sie unter die Erde. Und zwar so, dass es wehtut. Zurück an die Arbeit. Ich sehe eine Waffenkiste. Passt gut zu meinen Stiefeln. Ein PKS-C-Optik. Das war eine russische. Russische. Blut des Widerstands. Also ich habe auch übrigens so gerade so einen Mini-Ruckler. Das hatte ich gestern nicht. Aber ich weiß nicht wieso. So, lass mich mal hier die... Wo ist das Ding? Das ist bestimmt oben. Draußen, ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao.